Willkommen zurück zu Industria. Würde den ja eigentlich gerne anschießen. Das lief ganz gut. Hinten ist auf jeden Fall noch einer. Okay, die Schotti haut gut drin. Dachte ich etwas gehört. Wo sehe ich den? Das ist jetzt ein bisschen doof. Also wir könnten natürlich runterjumpen, Schotty ruf und er würde wahrscheinlich kaputt sein. Aber ich würde gern, ungern Leben irgendwie verlieren jetzt. Wenn wir jetzt rausfinden, wo er ist. Da hinten. Vermute mal, er ist auch der einzige noch, oder? Wie komme ich eigentlich denn? Ach, da komme ich dann wieder hoch. Okay. Wo ist er? Dann ist das Gewehrmuni, die da liegt, ja? Gewehrmuni haben wir wieder aufgehoben. Ich verstehe manchmal das Ganze hier nicht. Munition voll, was soll das sein? Pistole sind wir nicht voll. Oder ist es doch dann wieder SMG und das sieht manchmal halt anders aus. Ich weiß es nicht.
So, haben wir jetzt hier schon Besuch? Aber wir kriegen keinen Fallschaden. Klasse. Irgendwas habe ich da hinten, glaube ich, gesehen. So, ich hoffe, wir haben alle erwischt. Holen uns jetzt noch die andere Muni. Und kommen jetzt in die Fabrik. Wo die hier hergestellt werden, oder was? Und das Rathaus wäre wahrscheinlich schon das Ende. Aber seit wann residiert eigentlich ein König im Rathaus? Hey, you still there? Tell me about Rosendahl. Where do you come from? He arrives here just like you. One day he just appeared in the Institute, to all the scientists' surprise. I can imagine. He had so much knowledge. He was something like an angel. An angel with many secrets. Well, I imagine that as a king, you've got to keep quite a few things close to the chest. Speaking of secrets, what is your relationship to him? Well, we, you know, love each other. We're a couple. Huh. But, you know, in theory, that essentially makes you the Queen of Hakovic. Our Queen of Ruins. With only one subject, as it seems. Well, better than an old man in a wheelchair, if you ask me, Your Majesty. Oh, come on. Frage mich, ob wir ihn überhaupt noch mal treffen werden. Okay, wir könnten da jetzt durch. Da können wir speichern. Mit dem Speichern ist nämlich ganz praktisch, weil ich nach der Folge wieder mal die Aufnahme beenden werde. Ich dachte schon, ich passe hier nicht durch.
Weiß gerade nicht, ob wir hier jetzt richtig sind. Was war das denn oben noch für ein Weg? Sind wir ja augenscheinlich in der Fabrik. Und oben hätte ich eher ein Büro noch vermutet oder sowas. Okay. Neue Technologie, 9.11.89. Liebe Mutter, erst einmal, ich bin gesund und mir geht es gut. Die Kälte ist weg und ich fühle mich lebendiger denn je. Du hast gefragt, wie sich hier unsere Stadt mit dem neuen König verändert hat. Der Name ist Rosendahl und ich kann dir sagen, so vieles hat sich geändert, zum Guten. Seit ich bei der großen Präsentation im Institut dabei war, wo sie die neue Energiequelle gezeigt haben, wurde eine neue Erfindung nach der anderen den Menschen verfügbar gemacht. Es hat alles mit elektrischen Straßenlampen angefangen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie hell die sind. Ich schreibe diesen Brief hier unter elektrischem Licht und das ohne etwas dafür zu zahlen. Kein Kohlestaub mehr, saubere Luft und eine ruhige Stadt. Ich hoffe, du besuchst uns bald, meine Schwester, und ich freue uns so sehr auf dich. In Liebe, Anne-Marie. So, zumindest haben wir jetzt schon mal dreimal Heilung. Das ist sehr gut. So, dann speichere ich einfach mal. Die freie Fläche hier, die riesige freie Fläche, macht mir so ein bisschen Sorgen. Ja, keine Ahnung, was hier hergestellt wurde. Siehst ja keine weiteren Maschinen oder sowas. Außer das. Wir haben ja keine Batterie mehr. Ey, am Anfang war das so oft mit der Batterie und jetzt ist hier gar keine mehr, oder was? Ich diese Viecher hasse. Gut, dann geht's hier in der nächsten Session wieder weiter. Spitze, bedanke mich. Bis denn.